Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Studierende, sehr geehrte Damen und Herren. Leider muss ich mich bei Ihnen dafür entschuldigen, dass ich Ihnen heute Abend keinen schönen geschriebenen Text vortragen kann, weil ich seit einigen Monaten meine rechte Hand nicht gebrauchen kann und also nicht allzu viel schreiben und tippen konnte. Ich muss das also mehr oder weniger auf dem Stegreif tun und dafür entschuldige ich mich. Meine Damen und Herren, vor 2 Wochen hat Frau Zkoll gezeigt, wie alte Mythen neue Bedeutungen erhalten können. Heute Abend ist die Rede vom iranischen Kulturgebiet und wollte ich Ihnen einen Kasus vorstellen, in dem der Inhalt eines Mythos sich unter unterschiedlichen kulturellen und religiösen Bedingungen wesentlich geändert hat, weil eben das Weltbild der Menschen, die den Mythos erzählen und weitergeben, sich auch geändert hat. Das werde ich tun durch eine Beschreibung meiner eigenen Fragen im Laufe meiner wissenschaftlichen Karriere über den altiranischen zoroastrischen Schöpfungsmythos. Eine Fragestellung, die zuerst zu intellektuellen Reisen von Iran nach Indien und ins Römische Reich geführt haben und später zu physischen Reisen nach Kurdistan. Wir haben es zu tun heute Abend erstmal mit dem Zoroastrismus, die große Religion des präislamischen Iran, eine Religion, die angefangen hat mit dem Auftreten des Propheten, des Priesters Zarathustra, dem Griechen bekannt als Zoroaster, irgendwann vor 1000 vor Christus. Genau wann, wissen wir nicht. Es folgt nach dem Auftreten von Zarathustra eine sehr lange Periode der Entwicklung und wohl der Konsolidierung, über die wir eigentlich nicht viel Direktes erfahren. Wir können Schlüsse ziehen, aber sehr viel Direktes wissen wir nicht, bis um 500 vor Christus der Zoroastrismus im Westen Irans, die Religion ist, auch, kommt aus dem Osten des Iran, kommt dann nach dem Westen, als die Religion, die gefördert wurde von der großen Dynastie der Achämeniden, die regierten ungefähr 550 bis 330 vor Christus. Danach kommt die Figur, den die Iraner Alexander der Verfluchte nennen und den sie wahrscheinlich als Alexander den Großen kennen, und der erobert das iranische Reich. Damit gehen einige Strukturen, religiöse Strukturen der Achämenidenzeit verloren, der Zoroastrismus aber lebt ganz normal weiter und passt sich einigermaßen an, hält sich andererseits auch wieder ein bisschen beiseite, vermischt sich nicht echt mit der griechischen Kultur, wird doch davon beeinflusst. Nach Alexander kommen seine Nachfolger, die Seleuziden, eine hellenistische Kultur ist die dominante Kultur in der ganzen Region. Dann kommt eine iranische Dynastie, die Parther, von denen wir deswegen wenig wissen, weil ihre Nachfolger meiner Meinung nach fast alle Dokumente über sie vernichtet haben. Das ist die einzige Lösung, warum wir über 300-400 Jahre iranischer Geschichte fast nichts wissen. Aber dann kommen die Sassaniden, ein großes Weltreich, das stützt auf die Verbindung zwischen Religion und Macht des Königs. Und ein Reich, in dem die Priester sehr viel Macht hatten, Geld zur Verfügung hatten, um dadurch ihre Religion, den Zoroastrismus, weiter zu entwickeln und so darzustellen, wie es in der Periode nach Christus geeignet war. Das dauert, bis eine neue Eroberung des Iran stattfindet, die islamische oder iranische Eroberung um 630, ein bisschen später 635. Und damit fängt ein langsamer Prozess an, nämlich der Prozess der Islamisierung des Irans, ein Prozess, der dazu führt, dass wenigstens im 10. Jahrhundert, also um 900 nach Christus, 2 Jahrhunderte nach dem Anfang der arabischen Eroberung, die meisten Städte jedenfalls islamisiert waren. Das Land noch gar nicht. Das dauert. Und das bedeutete auch, dass Zoroastrier sich zwar zurückgezogen haben, weg von den großen Städten nach 900, aber sie sind geblieben im Iran
Und teilweise sind sie wahrscheinlich geflohen nach Indien, wo sie auch eine blühende Gemeinde gebildet haben. Heute gibt es noch Zoroastra im Iran, in Indien eine sehr reiche Gemeinde und jetzt auch eine Diaspora in England, den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien. Es gibt also noch immer Zoroastria. Der Zoroastrismus lehrt vor allen Dingen, dass der gute Gott, der einen bösen Gegner hatte, aber im All, im Universum, gab es einen guten Gott und einen bösen Gegner. Und um den Gegner loszuwerden, wusste der gute Gott, dass er die Welt schaffen musste, als einen Kampfplatz, weil es im All keine Dynamik gab, also auch kein Streit möglich war. Die Erde, unsere Erde, ist also von Gott geschaffen, vom guten Gott und ihrer Essenz nach ideal. Aber, wie wir alle wissen, schauen Sie sich heute das Wetter an, so ganz ideal ist die Wirklichkeit nicht. Und das ist eben, weil die Mächte des Bösen die Wirklichkeit, das Universum die Welt zum Teil verdorben und zerstört haben. Und es ist nun gerade die Aufgabe des Menschen, das Gute zu wählen und zu tun, sodass sie letztendlich die Alleinherrschaft der guten Mächte herstellen lassen wird. Ihrem Wesen nach sind alle Schöpfungen entweder gut, Schöpfungen des Urmazd, oder böse, Schöpfungen des Ahriman. Nur der Mensch ist im Wesen gut, aber er kann wählen. Er hat die Wahl, er hat das Instrumentarium, die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob er die Seite des Guten oder des Bösen wählt. Wählt er das Gute, so stärkt er die Macht des Guten und hilft, das Ende des Kampfes zwischen den Mächten herbeizuführen. Nach diesem Ende kommt die Endzeit, die ewig dauern wird und zu der das Böse nicht mehr da sein wird. Ich hoffe, dass Sie das lesen können. Bis zur Endzeit, in dieser Welt, bis zur Endzeit geht die Seele des Menschen nach dem Tode ins Paradies. Auf dieser Erde kann der Gute nicht erwarten, unbedingt bestraft zu werden, belohnt zu werden, und umgekehrt können diejenigen, die unter Tyrannen leiden, nicht davon ausgehen, dass der Tyrann unbedingt bestraft wird, weil wir eben in einer Welt der Mischung leben, in der es böse und gute Mächte eine Chance haben. Aber nach dem Tode geht man zurück in einem Seinsmodus, in dem alles nach dem Willen Gottes geht und wo also der Gute belohnt wird seine Zeit in angenehmen Bedingungen verbringen wird und der Böse in einer Hölle, wo gesagt wird von Zarathustra selber, dass dort das Essen sehr schlecht ist. Ich kann Ihnen alle davon abraten, sich darauf vorzubereiten, muss schrecklich sein. Die Endzeit fängt dann an, und da werden die Christen doch etwas wiedererkennen vielleicht, mit der Geburt eines Heilands aus einer Jungfrau. Der Heiland führt die Mächte des Guten an beim Endkampf gegen die letzten Reste des Bösen, und das Böse wird vernichtet oder geschlagen. Es erfolgt dann die Wiederauferstehung der Toten, und der böse Ahriman kann man nicht ganz aus dem Universum wegschaffen, aber er wird gefesselt in eine irgendwo unterirdische Höhle begraben. Damit endet die dynamische Zeit und alle leben für immer in Wonne zusammen. Also, das ist die Lehre des Zoroastrismus, die sehr deutlich sich widerspiegelt in einer späten Version des Schöpfungsmythos der Zoroastrier. Ein Mythos, der schon älter war, aber im 10. Jahrhundert, als die zoroastrischen Gemeinde gezwungen wurden, alles aufzuschreiben, weil sie sich bedroht fühlten, ist dieser Mythos in dieser Version aufgeschrieben. Da steht, ich lese mal vor, mit Einkürzungen, weil es sonst zu weit fährt, aus der guten Religion geht hervor, dass Urmazd in der Höhe, in Allwissenheit und Gute, im Licht weilte für ewig. Der böse Ahriman weilte in der Finsternis, in der Tiefe, im Nachhineinwissen
und Vernichtungslust. Ahriman weiß alles erst, wenn es schon passiert ist. Er kann nichts vorhersehen, weil er eben dumm ist. Denn Ahura Mazda ist nicht dumm. Zwischen den beiden war die Leere, auch Wind genannt, worin die Vermischung stattfinden wird. Das bedeutet, worin unsere Erde sich befinden wird. In seiner Allwissenheit wusste Ormazd, dass der böse Geist existiert und dass er aus seiner Neid schlagen und angreifen würde, so dass er sich von Anfang bis zum Ende mit den verschiedenen Instrumenten, die er hatte, in die Schöpfung des guten Machtes hineinmischen würde. Deswegen schuf Ormazd in geistiger Form seine Schöpfungen, die er gegen den Ahriman brauchte. Wegen seines Nachherwissens wusste der Ahriman nicht von der Existenz des Ormazd. Dann stieg er aus der Tiefe herauf und kam an die Grenze, wo er die Lichter sah. Als er Ormazd und das ungreifbare Licht sah, stürmte er wegen seiner Vernichtungslust und seiner Neid nach oben, um sie zu vernichten. Aber als er die Überlegenheit des Ormazd und letztendlich den Sieg des Ormazd sah, dann kehrte er wieder in die Finsternis zurück und schuf viele Dämonen, die vernichtenden Geschöpfe, die für den Krieg erforderlich waren. Die Schöpfungen des Ormazd standen für 3000 Jahre in geistigem Zustand, undenkend, regungslos und ungreifbar. Als Ormazd die Geschöpfe des Ahriman sah, gefielen sie ihm nicht. Also sie waren schrecklich, verdorben, schlecht und er hat sie nicht gelobt. Aber als der Teufel die Geschöpfe der guten Macht sah, gefielen sie ihm sehr. Sie waren profunde und verantwortungsvolle Geschöpfe und er lobte die Schöpfung des Ormazd. Ormazd hat dem Ahriman dann in seinem Wissen über das Ende ein Abkommen vorgeschlagen und gesagt, O Ahriman, sei meinen Geschöpfen behilflich und preise sie, um als Belohnung dafür selber unsterblich, nicht alternd und unerschöpflich zu werden. Ahriman antwortete, ich werde weder deine Geschöpfe behilflich sein, noch dich und deine Geschöpfe preisen, sondern ich vernichte dich und sie bis zur Ewigkeit und ich treibe all deine Geschöpfe zur Feindschaft mit dir und Freundschaft mit mir. Er sagte das, weil er eben nicht wusste, wie es ausgehen würde und dachte, Ormazd bietet mir Frieden an, weil er machtlos ist. Er ehrt sich ja immer, der Böse. Dann sagte Ormazd, O Ahriman, du bist gar nicht allmächtig, du kannst mich nicht vernichten, ebenso kannst du meine Geschöpfe nicht so machen, dass sie nicht zu mir zurückkehren. Aber Ormazd wusste in seiner Allwissenheit, dass, wenn er den Krieg keine Dauer bestimmen würde, dass dann seine Geschöpfe das erleiden konnten von Ahriman, womit Ahriman gedroht hatte. Und dass Vermischung und Krieg ewig dauern würden. Ormazd hat dann zum bösen Geist gesagt, bestimme die Zeit, damit wir laut dieses Abkommen 9000 Jahre Kampf planen. Und der böse Geist hat diesem Abkommen zugestimmt, wegen seiner Unfähigkeit, das Ende vorauszusehen. Dann rezitierte Ormazd das große zoroastrische Gebet, das Ahunavar. Das heißt, er sprach die 21 Wörter des großen Yatha-Ahuvar-Yo-Gebets aus. Dieses Gebet zeigte dem bösen Geist seinen eigenen Ormazd endgültigen Sieg und die Machtlosigkeit des Ahriman, die Vernichtung der Dämonen, die Auferstehung der Toten und die letzte Existenz, als es keine feindselige Geschöpfe mehr gibt und die Ewigkeit. Als der böse Geist seine eigene Machtlosigkeit und die Vernichtung der Dämonen sah, wurde er erstarrt und ohnmächtig und fiel in die Finsternis zurück. Er lag da 3000 Jahre in Finsternis. Und in diesen 3000 Jahren brachte Ormazd aus seinem eigenen Dasein die Essenz des Lichts, die physische Gestalt der Geschöpfe hervor. Erst waren sie untastbar, aber dann werden sie noch immer bewegungslos, aber jedenfalls schon physisch. Danach da sind wir noch nicht, erfolgt dann der nächste Angriff des Ahriman. Ahriman wacht auf
Und es gelingt ihm dann, die Welt anzugreifen. Soweit der Text, damit Sie einen Eindruck haben, wie das vermittelt wurde im Text. Die Welt des Ormaz, kurzum, ist ideal, aber noch statisch. Und er wird umgeben von einem steinernen Himmel. Die Erde muss ziemlich klein gewesen sein, aber das ist nicht deutlich. Schon geräumig und trieb auf dem Wasser. Auf der Erde befanden sich dann der erste Mensch, das erste Tier, das Rind, und die erste Pflanze. Hier haben Sie ein bisschen einen Eindruck. Stone Sky bedeutet der steinerne Himmel. Und darin befindet sich der Raum, das Wasser unter, ich kann das Ihnen nicht zeigen, aber Sie sehen Wasser darunter und darauf treibt die Erde und die sieben Erdteilen, die sieben Teile der Welt, die noch nicht miteinander verbunden sind, und darauf stehen ein Mensch, ein Tier und eine Pflanze. Das Bild ist aus einem Buch von Frau Mary Boyce, aber nicht von ihr selber. Ich konnte nicht so schnell finden, wer das gezeichnet hat. Aber das ist ein bisschen das Idee, nur ein Mensch, ein Stier, eine Pflanze, alles doch umschlossen. Aber nach dem zoroastrischen Mythos ist es doch geräumig und immer Licht. Sie sehen, die Sonne steht immer am Zenit. Also alles ist wunderbar, aber regungslos. Ahriman will die ideale Welt besitzen und greift sie an. Dann verliert er zuerst, aber nach 3000 Jahren in Ohnmacht gelegen zu haben, gelingt ihm ein neuer Angriff. Er dringt in die ideale Welt ein und was er dann tut, er bringt den ersten Menschen um, darüber wird später dann nicht mehr so viel geredet, das ist wohl eine Analogie, aber jedenfalls, er zerstampft die Pflanze, dafür wird dasselbe Wort gebraucht, wie man auch im Ritual eine Pflanze zerstampft. Er tötet den Bullen und damit geht die ganze Welt fast unter, denn die Sonne ist bedeckt, es gibt nur Finsternis, alles Wasser ist salzig und es scheint ein Moment, als hätte der böse Geist gewonnen. Aber dann erinnert sich die Schöpfung wieder daran, dass sie ihrem Wesen nach dem Ahura Mazda, dem Ormazd angehört, dem guten Schöpfer. Und sie fängt an, für das Gute zu kämpfen. Dann kommen Bewegung und begrenzte Zeit in die Welt. Aus dem Samen des ersten Menschen entsteht die Menschheit, aus dem des ersten Bullen die guten Tiere und aus der ersten Pflanze die guten Pflanzen. Die Wasser fließen, Sonne und Mond drehen sich am Himmel, Berge wachsen empor, es gibt Tag und Nacht. Es entsteht unsere Welt, die Welt der Mischung. Das, meine Damen und Herren, bedeutet, dass anders als sagen wir in der Bibel oder im Koran oder in vielen anderen Büchern oder Mythen, die Rede ist von einer Schöpfung in zwei Phasen. Eine ursprüngliche, hier adynamische Welt und zwei unsere spätere dynamische Welt mit Gut und Bösen und alles. In diesem späten Mythos, diese spätere Version des Mythos aus dem aufgeschriebenen im 10. Jahrhundert nach Christus, finden wir, dass unsere Zeit weniger gut ist als die erste. Gott hat die Welt ideal geschaffen und dann kommt es herunter und wir müssen versuchen, es wieder nach oben zu schaffen miteinander. Also in dieser Version war die ursprüngliche Welt gut, aber adynamisch. Unsere gemischte Welt ist weniger gut und das kommt durch den Angriff des Bösen. Eine ideale Welt wird zerstört in diesem Mythos. Und zwar, Ahriman zerstampft die Pflanze und tötet den Stier. Und das, meine Damen und Herren, ist komisch. Denn, naja, komisch nicht natürlich für den Stier und für den ersten Menschen. Der erste Mensch bekam übrigens Aspirin oder sowas von Gott, damit er nichts empfinden würde. Beim guten Gott ist das so, dass medizinische Betreuung ist ausgezeichnet. Aber was nun daran befremdend ist, ist, dass das Opfer eines Tieres und das Zerstampfen von Pflanzen genau das ist, was traditionell der Priester früher im Zoroastrismus für das große Opferritual tat. Im Moment bringen die Zoroastrer keine Tiere mehr um, aber früher schon. Nun ist das insoweit eigenartig, dass das bedeuten würde, wenn diese
diese Version des Mythos, der ursprüngliche wäre, dass wir es zu tun hätten mit einem Ritual, das im Wesentlichen, ein Priesterritual, das im Wesentlichen die Merkmale, die Handlungen des Teufels am Anfang der Welt wiederholen. Nun ist das ungewöhnlich, weil normalerweise ein Mythos ein Ritual erklärt. Das muss es nicht, aber jedenfalls das Umgekehrte ist seltsam. Man findet Mythen, die erklären, warum man ein Ritual durchführt, wie man es tut. Man findet auch andere Mythen, das will ich nicht sagen. Aber dass nun gerade der Mythos darstellt, dass der Priester etwas Teuflisches tut, ist ungewöhnlich, wie gesagt. Und obwohl die Wörter, die gebraucht werden, genau dieselben sind, muss das auch den meisten Leuten nicht bewusst gewesen sein. Damit hatte ich auch große Probleme, als ich zum ersten Mal Ende 80er Jahre ein paar Artikel über die zoroastrische Schöpfung schreiben musste. Es war mir nicht so klar, weil es alles halb ideal war in der früheren Zustand und dann doch wieder nicht. Man könnte die Welt größer machen, das stimmte nicht. Also, ich bin dann auf der Suche gegangen nach älteren, nach Spuren von älteren Versionen eines Mythos in den heiligen Büchern der Zoroastrier in einer alten Sprache, in der Sprache des Avesta, eine Sprache, die man nach 400 vor Christus wohl nicht mehr aktiv beherrscht hat. Also ich denke, dass es nicht möglich ist, dass man nach 400 vor Christus noch neue Texte schreiben könnte. Man könnte ein paar Sachen ändern, aber nicht viel mehr. Und tatsächlich findet man in diesen Texten einige Hinweise darauf, dass es früher eine andere Version des Mythos gegeben haben soll. Wir finden zum Beispiel Beweise dafür, dass man doch unsere Welt mit ihrer Bewegung und Kinderreichheit und so weiter als besser ansah als die ursprüngliche Welt. Ich zitiere, durch die Hilfe, die die Ahnengeister dem Ahura Mazda, dem Ur-Mazd gaben, fließen jetzt die Wasser, die Pflanzen wachsen, der Wind weht, Kinder werden geboren, Sonne, Mond und Sterne drehen sich in ihrem Kreis. Die Erde wird dreimal größer, weil ein Held dreimal auf die Erde stampft und da wächst sie. Die Sonne kommt auf. Kurzum, die zweite Phase war besser als die erste. Alles noch immer in der zoroastrischen Tradition. Die zweite dynamische Phase wird dann einigermaßen beschrieben als eine Befreiung. Und wir dürfen davon ausgehen, wenn es schon eine ursprüngliche Version des Mythos gegeben hat, und so sieht es aus, es hat das Gefühl, dass da was ausgesagt wird, was etwas mit unserem Leben zu tun hat. Man kann es nicht ganz fassen, wenn man hier so weit ist, wie wir jetzt sind, aber wenn es irgendwas Ursprünglicheres gegeben hat, wir können, wie Frau Zoll schon gesagt hat, fast nie von einem ursprünglichen Mythos reden, aber doch ursprünglicher, vielleicht dürfen wir das und da können wir davon ausgehen, dass ein früherer Mythos dem näher ist. Es könnte also hypothetisch eine alte Version geben, in der die Opferhandlungen von einer guten Gottheit vorgenommen wurden, um die Welt zu befreien. Unsere Welt wäre dann aus einer engen, begrenzten Zustand hervorgegangen und nicht aus einer idealen heruntergekommen. Nun muss das eigentlich auf Gründen, die ich Ihnen noch erklären werde, wohl etwas zu tun haben mit dieser Götterfigur, dem Gott Mithras. Sie in seiner iranischen, zoroastrischen Erscheinung. Im Zoroastrismus befreit Mithras aus der Engheit. Darum betet man eben auch. Mithra, befreie uns von der Engheit, von den Gefahren und so weiter. Des Zweiten ist Mithra Herr der Sonne, Herr des Feuers und der Energie. Feuer bedeutet Energie und Bewegung. Die Essenz der Bewegung im Zoroastrismus, im frühen Iran war das Feuer. Eine weitere Überlegung, auf die ich gleich noch zurückkomme, ist, dass im römischen Mithraskult, der sagt, wir sind Perser und die sich mit einem persischen Gruß einander begrüßen, sagt, die Welt geboren wird, wenn der Gott Mithras einen Stier tötet. Darum kommen wir zurück, aber erst möchte ich mit Ihnen über Indien reden. Wenn wir über Reisen sprechen, gehen wir erst nach Indien und zwar, weil die Inder und Iraner lange Zeit
zusammen ein einziges Volk gewesen sind. Wir stammen alle von einer Gruppe ab, die eine Sprache namens Indoeuropäisch gesprochen haben soll, wahrscheinlich gesprochen hat. Römer, Griechen, Germanen, Slawen, Armenier und allerhand Menschen und auch Indo-Iraner. Die Indo-Iraner sind die Vorfahren der Nordender, nicht so sehr der Bewohner von Südindien, die sprechen Tamil-Sprachen, aber die Nordinder sprechen indo-iranische Sprachen und der Iraner, wo man wieder unterscheiden kann zwischen Ost-Iraner wie Zarathustra, wahrscheinlich, meiner Meinung nach, andere denken was anderes, und West-Iraner wie Perser und Kurden. Das nur, um Ihnen zu erklären, warum ich jetzt über Indien reden will. Sie sehen es hier nochmal. In Indien hat man die ältesten Texte der Veda, den Veda. Im Ost-Iran hat man Zarathustra mit seinen heiligen Texten. Im Westen hat es bis 500 nach Christus gedauert, bis der Zoroastrismus kam. Es hat da schon Iraner gegeben ab vielleicht 1000 vor Christus. Die hatten wohl auch eine eigene Religion. Dürfen wir hoffen. Nun etwas zu den unterschiedlichen Kulturen, wie sie reflektiert werden, widerspiegelt werden im indischen Veda und im zoroastrischen, in den Gathas des Zarathustra. Damit will ich nicht sagen, dass alle Iraner immer pazifisch und friedensgewollt waren und die Inder nicht. Aber wir finden, dass das Volk von Zarathustra benennt sich als Hirte. Er sagt gerade die ganze Zeit, dass die Umstände, wohl Kontakte mit den Indern, in denen er sich befindet, für ein Hirtenvolk nicht zu ertragen wäre. Nun waren die Hirten, die brauchten zum Beispiel gutes Wetter. Die brauchten eine gewisse Regelmäßigkeit, so dass sie ihre Herden aufziehen können und ihre Kinder und alles. Hirten brauchen die Stabilität, die durch Arbeit von Priestern gewährleistet werden kann. Priester, die zum Beispiel einen Stier umbringen. Eroberer brauchen das gar nicht. Und in Indien, im Veda, finden wir ich will nicht sagen Selbstherrlichkeit, aber jedenfalls den Triumph von einem Volk, das die ganze Zeit gewonnen hat und erobert hat. Das neue Länder erobert und einen großen Helden verehrt. Statt Priestergötter wie der Gott Mitra und der Gott Varuna finden wir jetzt einen sehr populären Helden als großer Gott, Indra. Und vielleicht als Widerspiegelung dieser Tatsache, dieser Bestand, sehen wir, dass im Iran jedenfalls die zweite Phase der Schöpfung erfolgt durch das Töten von einem Stier, wie beim Opferritual. Lassen wir es erstmal so. Während im Veda die Welt geboren wird, wenn der heroische Gott Indra einen Drachen tötet, wie das an Helden auch passt. Ich meine, stellen Sie sich mal vor, dass ein Held einen Bullen, einen Stier umbringt. Das macht ja der Fleischer auch. Veda, ich hoffe, dass Sie das lesen können. Auch im Veda finden wir auch wieder eine Schöpfung in zwei Phasen. In der ersten Phase war die Welt dunkel. Die Wasser und die Kühe, die Tiere, befanden sich in einer Höhle, iranisch Vara. Die Höhle befand sich im Stein, die Erde trieb auf dem Wasser in der Höhle. Die Sonne und damit Licht, Energie und Bewegung befanden sich im Stein des Himmels, das steht so im Veda. Der zweite Schöpfungsakt, die vorgenommen wird von Indra, befreit die Wasser. Die Wasser fangen an zu strömen, die Kühe kommen zum Vorschein aus der Höhle und die Sonne, das Feuer und die Pflanze Soma kommen zum Vorschein. Aus der ersten Pflanze, die heilige Soma, iranisch Hauma, entstehen alle Pflanzen. Auch hier wird gesagt, dass die Erde dreimal größer wird. Ich zitiere nochmal direkt, um Ihnen zu zeigen, dass das nicht alles aus meiner Fantasie stammt. Ein Hymnus an Indra, derjenige, der nach dem Töten des Drachens die sieben Ströme befreite, der die Valla öffnete und die Kühe heraustrieb, der Feuer hervorbrachte durch das Zusammenstoßen zweier Steine, der Gewinner in der Schlacht, der, o Männer, ist Indra. Nun wissen wir, dass in Indien der Gott Indra den Platz zweier Gottheiten übernommen hat, nämlich des Gottes Mitra und Varuna. Alles weist darauf hin, dass es ursprünglich Mitra und Varuna waren, die die Welt
in Ordnung hielten, vielleicht auch deutlich eine Rolle bei der Schöpfung der Welt geschaffen haben, obwohl gespielt haben, obwohl nicht direkt gesagt wird, dass sie die Welt geschaffen haben, wie im Zoroastrismus. Mithras ist also, wie gesagt, derjenige, der auch als mit Sonne, Feuer und Energie zu tun hat. Und im römischen Mithraismus, dem wir uns jetzt zuwenden können, wird die Welt bekanntlich geboren, als Mithras einen Stier tötet, und zwar in einer Höhle. Hier sehen Sie Mithras beim Ermorden eines Stieres und Sie sehen, dass das in einer Höhle stattfindet. Ich kann sie nicht zeigen, aber Sie können wahrscheinlich unterscheiden, dass das eine Höhle ist. Das war es auch. Und das Komische ist, dass die Römer oder die Griechen den Mithras oft beschreiben als Petrogenes, als aus dem Stein geboren. Dafür haben die moderne europäische Mithras-Forschung allerhand Erklärungen. Meine Erklärung ist folgende, dass auch der indo-iranische Mithra Herr des Feuers war, dass er sich im Himmel vielleicht im Himmel befand, der die Höhle umschloss, der aus Stein war. Also es scheint auch im Mithraismus so zu sein, dass Mithra sich ursprünglich in einem steinernen Himmel befand und dann in die Höhle kam. Ich bringe Ihnen nochmal ins Gedächtnis, was der Rig Veda sagt. Indra, der Feuer hervorbrachte durch das Zusammenstoßen zweier Steine. Das bedeutet, dass Feuerbewegung und vielleicht auch der Gott des Feuers, der Mithra, sich im Stein befand und daraus zum Vorschein kommen kann. Versuchen Sie mal, zwei Steine gegeneinander zu stoßen, dann wird Feuer rauskommen. Also im Mithraismus, das keineswegs eine iranische Religion ist, aber dennoch findet man einen Mithras, ein iranischer Name, der aus Stein geboren ist, der aus dem Stein in eine Höhle kommt, in der Höhle einen Stier tötet und dadurch geht auf einmal die Sonne auf. Wie diese nicht-iranischen Leute und auch nicht-indischen Leute darauf kommen, ist wieder eine neue Frage. Denn, wie gesagt, das waren keine Iraner. Sie sagen zwar, wir sind Perser und sie begrüßen sich, aber aus allen anderen Sachen geht hervor, dass sie, dass sie Römer waren. Diese Leute, diese Mithraisten, aber sie haben zwar einen Mythos, Teile dessen sehr gut aus dem Iran stammen könnten. Und dann, es könnte sein, ich habe Ihnen schon gesprochen von dieser Tradition im Westen Irans, die jetzt von der Wissenschaft noch sehr wenig beachtet worden ist, aber die es gegeben haben muss. In den Jahren zwischen 1000 und 500 vor Christus, als Zoroastrismus noch nicht in West-Iran war und die Iraner schon längst. Die Iraner müssen ihre Religion mitgebracht haben, die wahrscheinlich wieder Gemeinsamkeiten mit dieser indo-iranischen Religion hat. Es könnte also sein, das steht hier etwas so, als wäre das wahr, aber eine gute Hypothese wäre, dass man tatsächlich im Westen Irans lange Zeit, vielleicht in den Bergen, eine eigene Tradition hatte, auch als es den Zoroastrismus schon gab, aber dass die Leute in den Bergen sagen, ja, okay, wir machen das und dann sagen, und tschüss, wir machen jetzt wieder unsere eigenen Sachen und dass die irgendwie in Kontakt gekommen sind mit Römern, die es faszinierend fanden. In Rom sagt man, es gab ein paar Piraten, die haben Schiffbruch erlitten, die kamen aus dem Osten und die sagten dann, aber wir sind zwar Piraten, aber wir haben ein paar wunderbare Mythen für sie und dann daraus entstand eine Religion. Mir scheint das eher unwahrscheinlich. Stellen Sie mal vor, hier kommen ein paar Piraten aus Japan, die sagen, ja, wir sind zwar Mörderer und so, aber naja, einen schönen Mythos haben wir. Ja, sagen alle Deutschen natürlich, wir werden sofort, kann es mir nicht so vorstellen. Aber dass die Römer, die ganz gerne aus Ägypten, aus aller Herren Länder Mythen übernahmen zu dieser Zeit und daraus Kulte machten, wie die Hippies in den 70ern, dass die das auch aus Iran gemacht haben, das kann man sich wieder vorstellen. Um Ihnen ein bisschen eine Idee zu geben, was meine heutige Arbeit in Kurdistan ausmacht, nämlich das Zurücksuchen von
Elemente, archäologische Elemente und andere, die auf einer nicht-zoroastrischen Tradition basieren. Hier eine große Höhle, die wohl kaum Zoroastrisch gewesen sein kann. In der Mitte ist ein großer Feuerplatz, aber da kann man Feuer machen für einen Tag, nicht ein ewiges Feuer, wie die Zoroastrier haben. Sieht nicht zoroastrisch aus, aber ist sehr deutlich ein heiliger Platz. Man hat auch sehr viele Objekte gefunden da. Im Moment ist ein Theme Park. Ich meine, man kann da Coca-Cola bekommen und man geht dort hin, um spazieren zu gehen mit dem Kind und so weiter. Leider wird nicht viel nachgeforscht, aber diese Höhle, es gibt mehr von solchen Sachen. Es gibt auch in der frühen christlichen Literatur, in der Märtyrerakten, sehr deutliche Anweisungen dafür, dass es Zoroastrismus gab im Iran und noch eine andere Religion. Und die Religion wird beschrieben mit den Namen der Kurden. Die Religion der Kurden, der Mukri, das sind Kurden, der Meda, das sind sowas wie Kurden, und der Gilaki, das sind dann vielleicht keine Kurden, aber auch Westiraner. Und das sind keine Zoroastrer. Gut, aber das ist alles, was ich weiß, und das ist auch alles, was ich zu der Zeit schreiben konnte in meinem Bericht über iranische Mythen. Es kann sein, dass es so einen Mythos gegeben hat. Ich habe dann in einer Fußnote nochmal gesagt, vielleicht findet man in den kurdischen Bergen noch etwas, um zu bestätigen, dass es einen solchen Mythos gegeben hat. Aber mehr wusste ich zu der Zeit nicht. Jetzt kommen ins Spiel die drei Gruppen, erst nochmal der hypothetische Urmythos. Nicht unwichtig, das ist mein ganzer Punkt, das hatte ich kurz vergessen. Die erste Phase soll dann beschrieben sein in dieser Urmythos, frühen Mythos, als eine Schwangerschaft. Die Erde gedeiht wie im Mutterleib, eine kleine Welt treibt auf Wasser in einer kleinen Höhle im steinernen Himmel. Das ist die Engheit, auf der Mitra befreit. Mitra, Herr des Feuers, der Sonne und der Bewegung, befindet sich im Stein. Zweite Phase ist dann wie eine Geburt. Mitra kommt in die Höhle, bringt das erste Opfer dar und aus diesem ersten Opfer geht die Sonne auf, das Element von Mitra. Der Himmel, wie es in Indien gesagt wird, geht nach oben, je nachdem die Sonne nach oben ging. Mitra tötet den Stier. Es ist eine Befreiung. Auf Holländisch ist das Wort für eine Unterkunft, eine Geburt, auch eine Erlösung. Hier kann man das nicht sagen. Aber auf Holländisch sagt man Verloskundige, ein Erlösungskundiger ist eine Hebamme. Da passt das hier nicht. Energie und Vielfalt kommen also in die Welt. Gut, gehen wir jetzt nach Kurdistan, womit ich konfrontiert wurde. Ich wusste schon etwas von Kurdisch, aber noch nicht so viel. Und zwar gibt es da vielleicht in Verbindung mit einer westiranischen Religion von den Gebieten ganz für sie rechts unten nach links in der Mitte in der Türkei eine Art von Kontinuum, nicht absolut, aber doch eine Art von Kontinuum zwischen einer Gruppe im Iran und Irak, die Yarsan oder Ahlahaq, die dann wieder die Nachbarn sind im Irak der Jasiden, die dann wieder ihre Gebiete teilen mit Alawiten in der Türkei. Also Jasidis und Yarsan, damit haben wir es am meisten zu tun. Die Alawiten haben einen vergleichbaren Mythos, aber die meisten Leute haben es vergessen. Meine Information bis vor zwei Jahren war, dass die Alawiten keinen solchen Mythos hatten. Jetzt ist ein Student von mir selber Alawite in seiner Heimat gegangen und hat mit alten Damen geredet und glauben Sie es oder nicht, derselbe Mythos war da. Das war natürlich sehr angenehm. Dasselbe habe ich dann mit den Alaq, mit den Yarsan und Jesiden erlebt in den 90ern, als wir auch nicht wussten, dass die überhaupt heilige Texte hatten. Erstmal ein paar Gründe, um davon auszugehen, dass Jasiden und Yarsan etwas mit Alt-Iran zu tun haben. Zuerst sind, wie im Zoroastrismus, die Elemente der Natur, Wasser, Feuer, Erde und Luft auch sehr heilig. Die soll man nicht irgendwie besudeln. Die Yarsan und die Jasiden haben ihre eigene, distinktive heilige Texte und Rituale. Das war bis vor kurzem noch nicht so bekannt. Hier sehen Sie ein
Ritual der Yarsan, wo ein Vorgänger die heiligen Lieder vorträgt, die andere mitsingen als ein Refrain. Es gibt Opfergaben, die später verzehrt werden von den Teilnehmern, Apfel und Wasser. Wasser muss immer dabei sein. Wasser ist wahrscheinlich für diese Gruppen sehr wichtig gewesen. Vielleicht etwas wichtiger wie Feuer, wie im Zoroastrismus Feuer etwas wichtiger ist als, als Wasser. Yarsan und Yasiden kennen beide, wie auch die Zoroastrier, ein Band oder eine Schnur, die um die Taille gebunden wird und den Band mit der Religion symbolisiert. Hier sehen Sie einen Vorgänger der Yarsan, kurz vor dem er ein Ritual durchführt. Der bindet also einen grünen Band um seine Taille. Hier ein Zoroastrier, der eine dünnere Schnur um seine Taille bindet und öffnet und wieder verbindet. Die meisten Ahlak haben auch dünnere Schnüre, nur Priester haben diese grüne Sachen. Also nochmal, Höhlen spielen eine große Rolle. Ich zeige Ihnen erstmal die Höhle des Mithras, den Sie gerade gesehen haben, und die heiligste Höhle am heiligsten Ort der Yasiden. Sie sehen, da fließt Wasser, in der Mitte fließt Wasser in die Höhle rein, fließt durch die ganze Höhle. Feuer kann natürlich nicht jedes Mal aus dem Felsen kommen. Es gibt in einer anderen Höhle daneben auch ein immer brennendes Feuer. Aber hier ist es Wasser, das immer aus dem Felsen kommt. Und diese Höhle ist, wie gesagt, sehr heilig, war der Wissenschaft bis den frühen 90er total unbekannt. Die Yasiden haben uns darüber nichts gesagt und sagten nur, sowas haben wir nicht. Yasidismus und Mithraismus, auch die heiligen Orte der Yasiden, erinnern manchmal an die der römischen Mithraisten. Ja, erst ein römisches Mithraeon, rekonstruiert, da sehen Sie ein Altar in der Mitte und hinter dem Altar gibt es noch etwas Heiliges. Hier finden Sie, ruiniert, womöglich von Christen, die früher dort waren und die Mithraisten nicht gut gesinnt waren, eine andere Höhle im selben Heiligtum der Yasiden. Und Sie sehen da dieselben geraden Linien an der Seite und in der Mitte jetzt noch deutlich zu erkennen die Reste einer Statue von einer menschlichen Figur. Kann Mithras gewesen sein, kann ein anderer gewesen sein, von dem man bis jetzt gesagt wurde, es ist eben eine Statue. Aber es sieht einander sehr ähnlich. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ich bin kein Archäologe. Es ist nur komisch. Dann kann ich Ihnen berichten, dass ich in den frühen 90er, als ich mit dieser Materie beschäftigt war, auf einmal aus Irak ein Buch zugeschickt bekam, das sind die heiligen Texte der Yasiden. So viel wir wussten, hatten die Yasiden gar keine heiligen Texte und überhaupt keine Rituale und nichts derartiges. Das stand so in der Literatur. Sie sind sehr, sehr nett und sehr romantisch, aber sowas wie eine Religion, ach nein. Das war nicht wahr. Sie hatten nämlich mit großem Erfolg diese Sachen aus dem Blickfeld der Forscher weggehalten. Sie wollten das lieber nicht und sagten halt, ja, wir singen manchmal was, aber das verstehen wir selber nicht. Das ist alles Arabisch, verstehen wir nicht. Danke. Das war kein Arabisch, das war ganz gutes Kurdisch. Und was fanden wir da? Und was fanden wir zu gleicher Zeit auch in den Hymnen der Yarsan? Ein Mythos. Ich bin dann nach Irak gegangen, um mal zu sehen, ob das nun alles koscher war. Denn ja, man kann alles aufschreiben. Das war schon, hätte einiges Genie gefordert, das alles zu fälschen, aber doch. Aber es war alles wahr, es war allen Yasiden bekannt, nur hatten sie es uns nicht erzählt. Da haben wir wieder ein Mythos in zwei Phasen. Gott schafft zuerst nicht so sehr eine Höhle, sondern eine Perle. Weiß, aber eine weiße Perle hat also alle Farben in sich, in der er die Prototypen aller Typen aller Schöpfungen geschaffen hat. Gott schafft dann, wie im Zoroastrismus, darüber habe ich bis jetzt nicht geredet, aber auch im Zoroastrismus schafft Gott erstmal die sieben Wesen, die über diese Welt herrschen sollen. Vielleicht in Indien auch, das sollte noch weiter untersucht werden. Aber jedenfalls, Gott schafft sieben Götter als Herren dieser Welt und macht einen Pakt mit ihnen. Ahura Mazda hat in der Mythos des Zoroastrismus auch einen Pakt mit Ahriman gemacht. Das Wort Pakt auf Avestisch heißt Mithra. Mithra ist auch Herr des Kontrakts, der Pakte. Macht einen Pakt und dann kommt aus dem Nichts ein Stier zum Vorschein.
Nicht aus der Höhle, nein, aus dem Nichts, bei den Ahlak und bei den Jesiden beide. Und wird natürlich umgebracht, denn dazu kam das Tier da. Sobald der Stier geopfert wurde, zerberst die Perle, die Wasser, das kommt dann genau wie im Veda, die Wasser fließen, die Erde wird größer und die sieben Götter der Welt werden dann bei den Yarsan und bei den Yaziden, wo es wichtig ist, dass jeder Mensch einen Platz kennt, zu den Ahnen der großen Priesterfamilien. So haben Sie noch einen kurzen Überblick, wo blau eigentlich alles ist, was parallel ist, und rot, nämlich im Zoroastrismus, das ist, was davon abweicht, nämlich dass im Zoroastrismus, wo gesagt wird, dass Gott die Welt geschaffen hat, die Welt natürlich als gut und ideal dargestellt wurde und dass man da ein bisschen etwas tun müsste, um dann den Rest dieses Mythos weiter erhalten zu können. Des Weiteren sehen Sie, dass Yarsan, Yazidis, Mithraismus und Ur-Mythos einander sehr ähnlich sehen. Also zum Vergleich, dieser hypothetische Urmythos, eine Urwelt wie eine Schwangerschaft, vielleicht aus einer frühen Zeit, als der Mensch noch relativ einfach über die Welt nachdachte, dann in Indien, in der heroischen Kultur der frühen Inder, der Held Indra besiegt einen Drachen, aber sonst findet dasselbe statt, im Zoroastrismus, wo gesagt wird, ja, hören Sie, die Welt ist die Schaffung Gottes, nicht des Bösen. Dann, Gott schafft die ideale Welt, aber der Teufel tötet einen Stier. West-Iran, nur Hypothesen. Ich meine, es ist nichts aufgeschrieben worden, aber wir haben zwei Indizien dafür, dass es eine solche Religion gegeben haben muss, außer den christlichen Quellen und die Höhlen, die ich Ihnen beschrieben habe. Wir haben den Mithraismus, der irgendwo herkommen muss, dessen Gegebenheiten so ähnlich sind, dem iranischen Mythos, den indischen Daten so ähnlich sind, dass es sehr schwierig ist, hier von einer Heterogenese und einer zufälligen Ähnlichkeit zu sprechen. Und zugleich zwei Gruppen, die noch ganz rege sind und ganz lebendig in Kurdistan, die genau einen solchen Mythos auch noch weiter erzählen und damit in ihrem eigenen sozialen Umfeld neue Dinge gemacht haben, nämlich die soziale Struktur dadurch erklären. Kurzum, Sie werden das Ende sehr erwartet haben. Ich bin soweit. Fazit, ein mythisches Thema kann sich also unterschiedlichen Kulturen anpassen und dabei können sich ganz wichtige Elemente wie Teufel oder gute Tat ganz ändern und nebenbei, ganz vorsichtig zu gebrauchen, aber doch, Entwicklung eines Mythos kann uns doch einige Informationen geben über die Kulturgeschichte eines Volkes. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich. Danke.